Finanzplanung für Eheleute, warum die verknüpfte Betrachtung von rechtlichen Regelungen, steuerlichen Konsequenzen und vor allem die Beachtung wirtschaftlicher Themen in der Ehe so wichtig ist, das möchte ich in einem simplen Beispiel skizzieren. Wer in Deutschland heiratet und ehevertraglich nichts anderes vereinbart, der befindet sich in der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Und währenddessen viele Menschen in Deutschland der Meinung sind, dass Zugewinngemeinschaft in irgendeiner Art und Weise bedeuten würde, dass gemeinsames Vermögen durch die Ehe begründet wird, zeigt der Blick in das Gesetzbuch, dass das nicht der Fall ist. Hier entsprechend der Paragraph dargestellt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Sie können es schon sehen, die sogenannte Zugewinngemeinschaft, also der Standardfall, sofern Sie nichts vereinbaren. Dann haben wir hier entsprechend die Zugewinngemeinschaft vorliegen. Das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird nicht deren gemeinschaftliches Vermögen. Und das gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Allerdings gibt es einen sogenannten Zugewinn, der dann auszugleichen ist, wenn die Ehe endet, sei es durch Tod, durch Scheidung oder durch vertragliche Regelungen. Also zunächst halten wir fest, jeder Ehegatte hat sein eigenes Vermögen. Dieses wird entsprechend beachtet, wenn die Ehe beendet wird durch einen der genannten Themenkomplex und dann schaut man sich den Zugewinn an. Wir betrachten nun einen sehr simplen Fall, hier eine Familie entsprechend dargestellt. Der Hans und die Hanna, die haben geheiratet, haben ein gemeinsames Kind, den Herbert, und so weit eine sehr simple Situation. Was bedeutet das nun, wenn einer versterben sollte? Charmanterweise verstirbt immer der Mann zuerst und wir können schon hier entsprechend sehen, der Blick ins Gesetz würde zeigen, wir haben die Zugewinngemeinschaft, es gibt keine Regelung wie ein Testament oder auch einen Erbvertrag und auch keine weiteren besonderen Themen, die zu berücksichtigen sind. Der Hans, der verstirbt, also haben wir sogenannte Erbquoten von 50% für die Hanna und 50% für den Herbert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn genau und wie sieht die Vermögensstruktur aus? Im konkreten Fall sind beide, sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau, mit null Vermögen in die Ehe gestartet und zum Todeszeitpunkt hat der Hans ein entsprechendes Vermögen hier angeschafft. Sie können das schon sehen, 2 Millionen Euro. Das Vermögen setzt sich konkret zusammen aus 1 Million Euro der selbstgenutzten Immobilie. Hier nur der Mann im Grundbuch eingetragen und 1 Million Euro befinden sich in einem Wertpapierdepot, was ebenfalls nur dem Hans alleine gehört. Und Sie können das an dieser Darstellung schon feststellen. Wir haben also 2 Millionen Euro Vermögen und bei einer Vermögensverteilung 50-50, wie wir es eben herauslesen könnten, würde also die Ehefrau 50% von 2 Millionen erwerben und das Kind. Und nun gibt es noch Feinheiten mit erbrechtliche Regelungen, güterrechtliche Regelungen. Aber ich möchte Ihnen vor allem auch im Detail zeigen, was wir im konkreten Fall berücksichtigen müssen. Und das können Sie hier entsprechend sehen. Das heißt, die überlebende Ehepartnerin erbt also 1 Million Euro. Das Kind würde auch 1 Million Euro erben. Das bedeutet aber auch bei einer Vermögensstruktur von 2 Millionen Euro, bei der bereits 1 Million Euro durch den Wert der von der Frau bewohnten Immobilie dann genutzt wird, fließen quasi 1 Million Euro an das Kind. Das heißt, im konkreten Fall würde im Endeffekt diese Erbengemeinschaft bei der Auseinandersetzung dazu führen, dass die Frau in der Immobilie verbleiben würde. Als Beispiel, die komplette Liquidität in Höhe von 1 Million Euro würde an den Herbert, also das Kind, abgehen. Und dementsprechend hat das, glaube ich, schon Auswirkungen für die Finanzplanung der Frau. Unter diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, die Vermögensstruktur mal zu analysieren, sich klarzumachen, was Zugewinngemeinschaft bedeutet und wie sich das im konkreten Fall, und das sind natürlich immer die uncharmanten Fälle, wenn jemand stirbt, das mal zu planen, weil in der Realität sind natürlich nicht nur Vermögenswerte betroffen, sondern auch auf der Liquiditätsebene haben sie Änderungen. Altersrenten verändern sich in der Höhe, weil die Witwenrente typischerweise niedriger ist als die eigene Altersrente. Sie haben Verschiebungen auf der Vermögensebene, sie haben Auszahlungen an Erben, sie haben gegebenenfalls steuerliche Aspekte und von daher sollte sich die Finanzplanung mit diesen Themen beschäftigen, um hier entsprechend die Regelungen zu treffen, zu Lebzeiten, die es dem überlebenden Ehegatten ermöglichen, die Situation zu gewährleisten, wie man sie haben möchte. In diesem Sinne, das als kleinen Denkanstoß an dieser Stelle.
Bleiben Sie gesund, bis bald. Auf Wiedersehen.